schon mal gemacht, Harvey. Ein oder zweimal. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Ich bezweifle, dass die Nornier unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Nimm, was du brauchst und beeile dich. Wir sollten hier nicht verweilen. Vorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Wo bist du? Ich kann keinem Wolf trauen, der lebt. Harvey, nein! Geh aus dem Weg, Tyr! Ich dulde keine Wölfe in Asgard. Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Ich bin der vielgesichtige Tyr. Der Lärmer, der Speerführer, der Maskierte. Ich bin Langbart und Lumpenmantel. Ich bin der Wanderer und der Streiter. Und nun bin ich der Feind des Wolfes. Dies ist unabänderlich. Wessen Geist dich auch beherrscht, du darfst hier nicht töten. Vergieße kein unschuldiges Blut an dieser heiligen Stätte. Nimm dieses Tier und sperr es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer
Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Loki? Alles in Ordnung? Du hast die Quelle betreten, nicht wahr? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich habe ein Gefäß mit heiligem Wasser, ja. Bereitet der Baumeister seine Vorführung vor? Wie sah die Quelle aus? Friedlich? Ruhig? Still? Worauf willst du hinaus, Loki? Was meinst du? Ich bin nur neugierig. Die Quelle ist ein wundersamer Ort, den ich gern selbst einmal sehen würde. Ein Wolfsjunges war bei uns, das unerlaubt heiligen Boden betreten hatte. Tyr kümmerte sich darum. Er kümmerte sich? Ist er tot? Der Wolf lebt, doch Tyr wird das Tier in seiner Halle einsperren. Kein Wolf in Asgard soll frei sein. Ach ja, gut. Eine weise Entscheidung, Harvey. Ich wollte ihn töten, doch Tyr hielt mich ab. Tyr ist vernünftig und er fährt gut damit. Du solltest öfter auf ihn hören. Und nun sage mir, wo ist der Baumeister? Unweit von hier auf einer Wiese. Dein Rabe findet den Weg. Zeig es mir. Baumeister! Ha, du kommst gerade recht. Wir haben den idealen Ort gefunden. Hast du das Wasser? Wie versprochen. Wunderbar. Vermengt mit meiner Farbe wird es die Schutzrunen, die ich hier anbringe, mit Magie erfüllen. Keine Rune schützt dich vor meinem Zorn, wenn du ein böses Spiel mit uns treibst. Die perfekte Mischung. Warte, was tust du da? Ich binde meinen Geist mit Hugamagie an diese Verzauberungen. Dadurch werden sie stärker. Hugamagie? Hast du die bei den Jötnar gelernt? Ja, sie benutzen auch Hugamagie, doch dies ist meine eigene Technik. Und nun ist es fast vollbracht. Könntest du mir helfen und mir ein paar Töpfe Farbe bringen? So viele du kannst.
Sei vorsichtig. Der Topf ist zerbrechlich. Sachte. Denk daran. Nur hinstellen. Nicht zerbrechen. Pass bitte auf. Die Farbe können wir ersetzen, aber die Vorbereitungszeit wäre verloren. Das ist sehr gut. Genau der richtige Ort. Was jetzt, Baumeister? Vielleicht solltest du aus dem Weg gehen, zum Beispiel auf diesen Felsen da. Von dort siehst du auch viel besser. Hier, reicht das? Das wird es. Warte, warte. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Deine Runen haben diesen Schild geschaffen? Allerdings. Und wenn alles gut geht, wird er deine Verbündeten schützen und deine Feinde rösten. Zeig es mir. Mit Vergnügen. Locke einige Eindringlinge aus dem Wald und in den Schild hinein. Natürlich lebendig. Sie müssen leben. Und mir tut er nichts, wenn ich ihn durchschreite? Ich gebe dir mein Wort, Harvey. Ihr stinkendes Pack! Ihr schleicht herum wie Feiglinge! Bin ich so furchterregend, dass ihr euch wie Mäuse auf dem Acker verkriecht? Im Licht. Kommt, ihr vaterlosen Hunde. Ich bin einer und ihr seid viele. Was habt ihr zu verlieren? Diese Narren, sie laufen in ihr Verderben. Dein Schild versagt, Baumeister. Sie kommen durch. Ich verstehe das nicht. Sie sollten gut sein. Halte sie auf, während ich ihn erneuere. Versagt. Nein, ganz und gar nicht. Ich muss ihn nur ein wenig anpassen. Baumeister, dein Schild lockt ein Heer herbei. Doch er ist so schwach wie dein Wort. Das ist nicht, was du versprochen hast. Heb dir das für später auf. Ich komme von allen Seiten. Los Loki überlassen hätte. Bring
das in Ordnung. Sofort! Ich male so schnell ich kann. Ich bin fast fertig! Das lief zwar nicht so glatt wie erhofft, doch der Weg zum Ziel spielt keine Rolle, solange das Ende Früchte trägt. Saure Früchte. Nicht so süß, wie du versprochen hast. Er hält! Der Schild hat Wunder gewirkt. Mehr schlecht als recht. Beeindruckend, aber unbeständig. Sei unbesorgt. Das Problem ist behoben. Ich habe die richtige Lösung zusammengemischt. Mit genügend Materialien und dem richtigen Anreiz gelobe ich, einen so hohen Turm zu bauen, dass er ganz Asgard beschützt. Das Material finden wir, kein Problem. Doch welchen Anreiz hast du im Sinn? Nur eine Kleinigkeit, nichts Besonderes. Ich wünsche mir nur Freya als Gemahlin und Königin. Warum die Königin Asgards? Ist es dein Ziel, an ihrer Seite zu herrschen? Nichts derart Kühnes. Ich möchte mich einfach nur in ihrer Schönheit sonnen. Sie kann über dieses Reich herrschen, wie es ihr beliebt. Es steht mir nicht zu, Freya wie ein Heuballen zu verhökern. Ich werde sie nach ihrer Meinung fragen. Tu, was du tun musst. Doch mein Preis steht fest. Ohne Freya keinen Schild. Ich begehre sonst nichts. Und du hast hier keine anderen Freunde. Also gib schön Acht. Sei meine Augen.
Häuptling! Komm her und kämpfe! Stell dich! Hafi! Was geht hier vor? Hafi, du musst mich durchlassen! Warum? Was willst du an der Quelle Helheims? Mit meiner Frau Ranveig vereint sein. Unser Dorf wurde zerstört. Ich starb mit meiner Axt. Sie nicht. Guter Krieger, Helheim ist nicht der Ort, an dem du sein willst. Dir wurde die Ehre zuteil, dich meinen Kriegern anzuschließen. Wanke nicht. Wäre es deine Geliebte, würdest du die neuen Reiche verschieben, um sie wiederzusehen. Wir Krieger kümmern dich nicht. Ich fordere dich heraus. Wenn ich gewinne, gewährst du mir den Wunsch. Wenn du gewinnst, schick mich als unfähigen Krieger zu Hel. Das wäre nicht gerecht. Ich kann nicht gewinnen, du kannst nicht überleben. Wer bin ich, einen Betrüger zu betrügen? Komm, Harvey, oder bist du zu feige? Erfüll meinen Wunsch, Schlappschwanz! Mein Freund, selbst wieder vereint wäre es nicht wie einst. Helheim macht uns zu Schatten. Deine Geliebte wäre Asche in deinen Armen. Ich vermisse sie, Harvey. Ich vermisse, wie sie mir Blumen ins Haar flocht. Ich vermisse ihre schiefen Zähne. Dann nimm diese Erinnerung mit. Drücke diese Glut bis Ragnarök fest an deine Brust. Am Ende aller Dinge wirst du sie sehen. Danke. Du hast es verdient, Weise genannt zu werden. Ich werde zu deinen Ehren kämpfen und deinen Namen nie beschmutzen.
Überblicke das Land, Freundin.
Die Arbeit ist getan und es ist noch hell. Wir haben uns etwas zu trinken verdient, denke ich. Was sagt ihr, Brüder? Hol an! Wir ertränken unser Werk in Lob! Eine neue Welt, aus altem Fleisch gefertigt! Erinnert ihr euch, wie groß der alte Ymir war, als wir die Arbeit begannen? Sein Leichnam, so groß wie der Tag lang ist, überspannte er den Abgrund Gin-Ungagap. Ja, oh ja. Sein weiches Fleisch, aus dem wir die fruchtbaren Böden schufen. Und sein Blut wurden Weltenmeere und die Seen. Ich erinnere mich gut. Für Hügel und Berge stapelten wir seine Knochen. Seinen Bart für die Bäume, sein Haar für das Gras. Seinen kuppelgleichen Schädel öffneten wir für den blauen Himmel über uns, gefüllt mit den Wolken seines Hirns. Eine neue Welt aus den Überresten einer alten. Skål, Brüder! Ich erhebe mein Horn auf euch beide. Bruder Odin, du bist still. Stimmt etwas nicht? Hat unser Werk kein Lob verdient?